Tolle dort ist, nicht nur, dass es so ganz großartige Brombeeren gibt, sondern es riecht dort auch so fein. Also die haben dort einen ganzen riesengroßen Garten, der ist bunt, überall Hummeln, überall Bienen und es riecht herrlich. Wir haben da so viel kosten dürfen. Auch noch Schmetterlinge geben wahrscheinlich. Ja, unzählige. So, wir machen jetzt weiter. Ich würde dich bitten, dass du die Gurke einfach nur längs halbierst und schneidest. Jawohl. Ich kümmere mich um die Soße. Die Soße ist jetzt vollkommen unaufwendig. Wir werden einfach nur in den Topf die Garnelenschalen reingeben, ein bisschen Butter und Thymian dazu und das nappieren wir dann drüber. Ja? Besonders raffiniert macht Oliver die Soße. Dazu röstet er die Garnelenschalen an, verfeinert das Ganze mit etwas Butter und gibt frischen Thymian dazu. Mittlerweile ist Isabella mit den Gurken fertig. Einfach in die Brombeersoße damit. Du bist so lieb, liebe Isabella, dass du das mal kurz auseinanderschneidest. Die geben wir jetzt einfach nur dazu, die Garnelen dazu. Ja. Und dann kann ich eigentlich schon anrichten. Sehr gut. Und ich würde dich bitten, dass du den Tisch sozusagen fertig machst. Nur noch die Servietten und einschneiden. Okay. Super, vielen Dank. Gut, ich gebe jetzt noch den Salat dazu, die Garnelen. Das Ganze wird nochmal 2 Minuten durchgedünstet. Salz, Pfeffer. Und dann kann ich eigentlich schon anrichten. Jetzt kommt alles in die Pfanne. Würzen und gut durchschwenken. Währenddessen kümmert sich Isabella liebevoll um das Tischgedeck. Die Shrimps mit Brombeeren sind fertig. Oliver kann nun anrichten. Mit der Shrimpsauce verfeinern, mit Thymian garnieren und die Köstlichkeit ist perfekt gelungen. Damit Sie dieses Rezept perfekt nachkochen können, kommen jetzt noch einmal die Zutaten. Für die Shrimps mit Brombeeren und heißem Gurkensalat sollten folgende Zutaten auf Ihre Einkaufsliste: 70 Gramm Brombeeren und 250 Gramm Shrimps, eine Zitrone, ein kleiner Häupesalat und frischer Thymian, sowie 2 Stück Jungzwiebel, eine Feldgurke und 1 Esslöffel Butter. So, ich werde Isabella jetzt servieren. Freue mich schon sehr auf das Gespräch über ihre neuen Projekte. Das aber erst nach einer kurzen Pause.